Dann begrüßen wir hier nochmal alle ganz offiziell aus dem Leica Store in Nürnberg. Und heute ist das Thema Leica SL-Fotografie und zwar auch die neuen Summikrone, die ja vom SL-System jetzt, wie lange sind sie auf dem Markt? 6 Wochen ungefähr. Die uns alle sehr überrascht haben. Ich war ja vor 2 Wochen auch mal am Wochenende damit unterwegs, habe mich gezwungen, quasi damit zu fotografieren. Ja. Ihr wisst ja, ich bin sehr M-affin oder. Ja. Ja, das ist die einzig wahre Liebe meiner Meinung nach und hatte aber auch mit den SL-Summikronen sehr viel Spaß und habe es auch geschafft, einen richtigen M-Look zu erzeugen damit. Ja, wer ein bisschen auf unserem Instagram-Kanal nachschaut, der kann sich die Bilder auch mal anschauen. Habe ein bisschen was dazu geschrieben. Ansonsten thematisieren wir das jetzt. Ja. Ja, und da möchte ich auch gleich vorab nochmal sagen, wer da noch ein bisschen Defizite hat im SL-System. Also ihr habt ja teilweise eine SL zu Hause stehen oder eine SL2S. Und wenn noch nicht, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ihr habt bis Ende April noch Zeit, auf ein SL-Set einen 1.000-Euro-Gutschein abzusahnen. Ja, da kriegt man quasi so ein 50er Summikron auch mal geschenkt, ne, wenn man den Setpreis mitberechnet. Einfach bei uns melden, wir erklären euch, wie das geht und haben natürlich die Ware auch vorrätig. Mhm. Und wer es vorher nochmal probieren will, wir haben am Ende des Monats April, also das heißt 28. oder 29. April, haben wir hier nochmal einen Workshop für das SL-System mit der Leica Akademie zusammen. Da ist der Tom wieder hier und macht ein bisschen Available Light mit der SL. Also abends mal durch Nürnberg ziehen, am nächsten Tag auch. Ja, das wird hochinteressant und man kann eine Menge lernen dabei. Also ich bin ja auch oft bei den Workshops dabei und solange wie ich jetzt bin jetzt 22 Jahre dabei und auch ich lerne jedes Mal wieder was dazu. Also unbedingt hingehen. Aber wir haben ja heute einen Stargast. Ja? damit ihr nicht immer nur hier alte komische Männer vor der Linse habt, haben wir endlich mal eine hübsche junge Dame eingeladen und noch dazu eine sehr kompetente. Und zwar haben wir hier die Nina, die für die Leica Retail Academy arbeitet. Ja, ich übergebe mal Bild und Ton an dich, Janina. Ja, ich sehe schon, wie das Lächeln in den Gesichtern hochkommt hier bei allen. Danke, Sebastian. Ja, willkommen. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Und ein, zwei Gesichter kommen mir auch noch bekannt vor von ein paar eurer Wetzlar-Besuche. Denn ich habe früher im Leica Store in Wetzlar gearbeitet. Falls sich der ein oder andere erinnert. Genau. Nochmal Janina. Vorname reicht ja bei der Leica-Familie. Und ich bin bei Leica seit 8 Jahren. Ich bin Fotografin, gelernte Porträtfotografin. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd auch bis heute. Und ansonsten mache ich jetzt aktuell dieses Training, von dem der Sebastian kurz sprach. Und zwar, wenn wir ein neues Produkt rausbringen, und ich gebe euch keine Infos zu neuen Produkten, das sage ich dann gleich vorweg, wenn wir ein neues Produkt planen, haben die, mein Kollege und ich, die Aufgabe, das zu testen, eben die Bilder damit zu machen und dann weltweit das Produkt zu erklären. Das heißt, ich bin wenig in Wetzlar, viel im Flugzeug und viel in anderen Ländern und genieße das und kriege da dann auch ganz viel Inspiration zum Fotografieren. Ja, super, schön. Und sag mal, wenn du so viel auf Reisen bist, da hast du auch immer eine Menge Gepäck dabei, oder? Ja, der Flughafen und ich sind keine Freunde, auch wenn ich viel unterwegs bin und man sollte das meinen, aber ja. Vielleicht kennt der ein oder der andere das schon. Ich werde mit den Leicas immer komplett durchleuchtet, vom Bombentest zum Drogentest zum alles. Ich werde immer rausgezogen mit den Kameras. Anscheinend kann man die auch nicht so gut durchleuchten. Und gerade in Frankfurt gibt es doch den einen oder anderen Leica-Liebhaber, der einfach beim Scannen schon sieht, dass das eine Leica ist. Und dann nachher fragt, ob er denn mal auch ein bisschen damit arbeiten kann und mal ein bisschen fotografieren kann. Ist das aber auch immer ganz schön. Da weißt du von vornherein, dass du ein bisschen mehr Zeit einplanen musst. Ne? Ja, genau. Das ist, ja, wenn man auch so ein kleines M-Objektiv man in der Tasche hat, dann denken die immer gleich, was ist denn das für eine Granate? Ja, genau. Und dann ist man draußen. Ja. Und wahrscheinlich wirst du auch ab und zu mal Prototypen dabei haben. Ja, genau. So die meiste Zeit. Und das ist dann immer so ein bisschen der kritische Punkt. Mhm. Muss man mal behaupten, dass das SL-Objektiv, über das wir heute sprechen, das gibt es schon ganz lange. Ja. Genau, aber das ist sehr unterhaltsam. Neuerdings bin ich wieder viel mit der M6 unterwegs. Da habe ich letztes Jahr so ein bisschen meine Liebe wiederentdeckt.
Und da versuche ich immer den Handcheck zu machen bei den Filmen und bin gerade wieder etwas längere Diskussionen am Flughafen gewöhnt. Aber ja, hattest du da, wenn wir gleich bei dem Thema sind, das hatten wir nämlich letzte Woche, hattest du da Probleme mit dem Durchleuchten der Filme? Weil normal müssten ja alle Röntgengeräte mittlerweile so funktionieren, dass es den Film nichts ausmacht. Das ist vollkommen richtig. Ich habe da viel gelesen und es gibt da, glaube ich, viele Mythen im Internet. Da würde ich immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Am Flughafen, wenn man da so ein paar nette Damen hat, die tatsächlich noch wissen, was der Film ist, da kriege ich auch ab und zu Fragen, was das denn ist. Die wissen meistens ganz gut Bescheid, bis welche Empfindlichkeit man das durch die Scanner schleusen kann. Und die sagen, bis ISO 800 ist es überhaupt gar kein Thema. Und persönlich habe ich, ich war in Kopenhagen letztes Jahr mehrfach, mehrere Flughäfen auch. Und da wollte keiner einen Handcheck machen. Das heißt, ich hatte einen Cinestill 800 dabei, der wurde durch 3 Scanner geschickt und es war nicht zu sehen nachher. Sowohl belichtete als auch unbelichtete Filme. Also bin ich da jetzt etwas entspannter. Sehr gut, sehr gut. Das war ein großes Angstthema letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben. Also kannst du die Leute auch nochmal beruhigen. Total. Also hatte ich schon einen Schreck bekommen. Also nichts zu sehen war kein Impact. Genau, ja, ja. Entschuldige, Johannes, mit nichts zu sehen meinte ich. Die Bilder waren super. Ich hatte keine komischen Lichteinfälle oder verschrobene Farben. Ich glaube, da gibt es auch viel Mythiken, sag ich mal, online, die Leute so ein bisschen wahnsinnig machen. Handcheck ist sehr unterschiedlich. Manche machen es und manche weigern sich schlicht und einfach, ja. Genau, genau, da bin ich ganz bei dir. Ich versuche es trotzdem immer. Ich denke immer mal, vielleicht hat man irgendwie ein schlechten Tag vom Scanner erwischt. Ich bin da auch eher vorsichtig, aber ich habe jetzt einige Flüge mit Filmen gemacht. Noch nichts passiert. Von daher kann man sich dann entspannen. Wenn du im Flugzeug bist, ne, da streiten sich ja auch die Geister. Wo lagere ich dann meine Filmausrüstung? Du kannst ja, die meisten haben es immer im Handgepäck. Du natürlich jetzt nicht, weil du wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Equipment dabei hast. Ja, der Olaf ist ja auch so ein Verfechter, der sagt, stell die Kamera niemals auf den Boden, nicht unter den Sitz, sowas. Ja, diese Mikrovibrationen sind brandgefährlich. Hast du wieder mal an Probleme gestoßen, was das angeht? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich werde auch gern, was das angeht, der interne Feldtester für Fallsturz genannt, weil... Eine echte Fallstudie quasi. Genau, ja, ich lasse auch ganz gern mal einen fallen, manchmal auch absichtlich, um zu gucken, ob wirklich alles okay ist. Ich meine, dafür bezahlt mich die Firma ja auch Gott sei Dank, solchen Unfug zu machen. Und ich im Flieger habe ich immer alles im Handgepäck tatsächlich, einfach weil man nicht versichert ist im aufgegebenen Gepäck im Regelfall. Und ich habe gerne meine Sachen bei mir. Aber wo im Flieger, ob jetzt oben in der Kabine, unten auf dem Boden, da bin ich total entspannt und habe da auch noch nie irgendwelche Unterschiede gesehen. Aber ich fahre auch Motorrad, also ich selber fahre nicht, mein Mann fährt tatsächlich. Und ich fahre auch Motorrad mit unseren Produkten und da wird auch gerne mal von abgeraten, auch da habe ich noch nie was gesehen. Darf ich zu dem Thema mal kurz eigene Erfahrungen einflechten? Sehr gerne. Das hat der Herr Wolf gesagt, ich habe das mitgehört an dem Tag, war sehr dankbar über diese Meldung und ich habe selber bei diversen Kamerasystemen schon lose Linsen gehabt und mich immer gewundert, wieso das passiert und vor allen Dingen immer nach langen Flügen, also nach Flügen nach Asien und so. Das war bei Zeiss Jena, das war bei Hasselblad und das war auch schon bei Leica, ja. Und ich glaube, hier geht es, und das hat er ja auch so gesagt, hier geht es um diese Mikrovibration, die man selber gar nicht wahrnimmt. Ja. Danke für deinen Input. Tut mir leid, dass dir das passiert ist, auch überhaupt. Mir ist noch Gott sei Dank nie was passiert. Ich lasse meine Geräte auch relativ oft prüfen. Und nicht nur Leica, mir fällt gerade ein, sogar Leica M war es auch schon. Also einfach Linsen losschrauben. Und du hast jetzt dein Verhalten geändert, legst jetzt immer oben in die Kabine. Seitdem habe ich da die Kamera auf den Schoß und Rest ist in der oben drin, so wie er es empfohlen hat. Und keine Probleme mehr seitdem? Die letzten zweimal nicht, nein. Gut. Ja, aber auf dem Schoß ist doch auch schön. Ja. Aber auch der Customer Care bei euch in Wetzlar hat auch gesagt, man soll sie nicht auf den Boden stellen, sondern oben. Ja.
Ja, nehmt euch an mir kein Beispiel, ich bin da eher der Härtefall. Genau, du sollst ja auch die Kameras testen, genau, ob sie überleben. Mhm. Genau, und als gelernte Fotografin hat man früher immer gesagt, man sollte auch nie von einem Fotografen ein Produkt abkaufen, weil die testen die Geräte immer auf die Härte. Von daher, ja. Gut. Jetzt haben wir uns ein bisschen mit der M6 verschwätzt, glaube ich. Grundsätzlich wollten wir heute über die tolle SL reden. Das ist ja gut. Wir sind ja komplett frei. Die Leute können sich auch immer hier da, mit der Wortmeldung dazu schalten. Ja. Und es hat ja einfach Stammtischcharakter, haben wir vorhin schon gesagt, oder? Genau. Ja, gerne. Das geht ja, genau. Prost an euch alle. Prost. Cheers. Cheers. Das Hessen ist schon eingebeiert. Ja, extra für euch. Bayerisches, genau. Bier, weil ansonsten komme ich aus der Apfelweinfraktion hier in Hessen. Ja. Aber der Vorteil ist, mit dem bayerischen Bier verstehst du die Leute hier alle. Warum sprichst du eigentlich so ein perfektes Hochdeutsch? Findest du? Ich kann noch nicht einmal Äppelwein. Ja, ich bin ja doch ziemlich viel international unterwegs. Da muss ich mir ein bisschen den Dorfakzent abgewöhnen. Gut. Ja. Okay. Naja, gut. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, vorhin mit meiner Frage, viel Gepäck beim Reisen. Mhm. Die Überleitung zu den neuen Summikronen, kleiner, leichter. Mhm. Ja, das ist, dieser Hinweis ist etwas jetzt in die andere Richtung gelaufen, aber das macht nichts, ja. Können wir gleich noch drüber reden. Jan, du hast den Finger schon am Abzug, ne? Ja, also, wir haben das hier einfach mal nebeneinander gelegt. Also ihr seht hier links das bestehende 35 mm Apo-Summikron, ja, bei dem der Peter Kabe hier auch im Livestream nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen ist und 2 Stunden maßlos überzogen hat. Und rechts daneben das neue Summikron SL Aspherical. Ja. Also ihr seht hier schon einen deutlichen Größenunterschied, wenn wir es hier mal auf eine Ebene legen. Und auch gewichtstechnisch hat es einen Unterschied. Also wir sprechen hier links von, glaube ich, 750 Gramm, die sind. Und rechts haben wir knapp 400 Gramm, also es ist fast die Hälfte nur an Gewicht, was man mitnimmt. Und ich habe selber auch ganz schön gemerkt, während ich damit rumgelaufen bin, also mit dem Aposummikron, wenn man so 2-3 Tage unterwegs ist, man spürt einfach, dass man eine Kamera dabei hat. So eine M vergisst man gerne, die man umhängt hat, oder auch eine Q. Und so ähnlich ging es mir mit dem neuen Summikron. Ne? Das war dann auf einmal leichter, war irgendwie mobiler, hat mich freier gefühlt und dann hat man auch irgendwie mit dieser Freiheit mehr Spaß an der Fotografie, habe ich so gedacht. Ja, aber das ist nur mein Denken dazu. Janina, was sagst du denn dazu? Da bin ich ganz bei dir. Mhm. Ja, das sind auch meine Highlights tatsächlich an den neuen Objektiven. Mhm. Die Leichtigkeit. Nicht, dass ich nicht auch gerne mit meinem riesen Rucksack und viel Gepäck rumrenne, aber es hat einen riesen Unterschied gemacht. Ich zeige euch nachher noch ein paar Bilder. Ich war ein bisschen wandern und in Garmisch und auf der Zugspitze und da habe ich es dann doch sehr genossen, die leichteren Objektive mitzuhaben. Mhm. Okay. Ich share mal meinen Bildschirm mit euch. Mach mal, ja, genau. Mal. Weil ich sag mal, im Endeffekt, Helmut Kohl oft zitiert, ne, zählt das, was hinten dabei rauskommt. Ja. Genau. Und aber jetzt ist immer die Frage, was man so oft hört. Die neuen Objektive, die kommen aus Japan, die sind nicht so gut. Das ist natürlich klar, dass es nicht so gut ist wie das Apo 35. Ist ja immerhin das beste Objektiv der Welt, wird neidlos von jedem anerkannt. Ist auch Pflicht eigentlich für jeden, der eine SL hat. Beste Kamera und beste Objektiv der Welt, gehört irgendwie zusammen. Aber wie sind so mal die ersten Eindrücke, beziehungsweise du hast es ja schon auf Herz und Nieren getestet. Wie sind die Eindrücke von den neuen, kleineren, kompakten Objektiven? Danke dir, Jan. Ja, also grundsätzlich werden die zwei ja in Portugal gefertigt, was auch dem zu hoffen gilt, dass wir dann mehr Produkte in Masse rauskriegen als in Klein-Wetzlar. Und du hast auch über die Leichtigkeit gesprochen. Ich habe es hier nochmal schriftlich für euch. Es sind 370 Gramm. Im Vergleich zu 750 Gramm bei den anderen, das merkt man eben total. Genauso wie, dass sie total leise sind. Ich liebe die Apo-Summikrone, aber so ein 90er und ein 75er, das ich habe, die sind auch relativ laut. Wenn man damit ein bisschen zum Thema Video auch einsteigen möchte, kann ich die zwei wirklich nur empfehlen.
Das ist ein interessanter Aspekt, ne? Ja. Die Geräusche, die nimmst du bei der Fotografie nicht wahr. Im Video ist es echt. Genau. Und ist natürlich klar, wenn mehr Glas bewegt werden muss, wird der Motor auch lauter. Mhm. Ja. Genau. Und der Motor ist eben bei diesen Aposomikronen dieser sogenannte Dual Synchro Drive. Ja, das sind ja zwei sich parallel bewegende Fokusobjekte. Und hier ist es eben ein lineares System. Das sorgt dafür, dass das ein bisschen leiser ist. Mhm. Was ich noch bei den beiden mag, ist die Naheinstellgrenze. Wir müssen jetzt hier nicht auf alles eingehen. Außer ihr wollt, dann fragt mich gerne. Ja, wir können es ruhig mal durchgehen, die Punkte. Ja, das ist super. Genau, also 35 mm und 50, das sind die zwei Optionen, die wir haben. Typischer Summikron-Look, sage ich jetzt mal, dementsprechend Blende 2. Und bei dem 35er eben eine Naheinstellgrenze von 24 cm. Damit habe ich ein paar irre Aufnahmen machen können. Die zeige ich euch dann auch gleich. Mhm. Wir haben drei Asphären drin, die für die Kleinheit und Leichtigkeit wirklich für eine richtig gute Abbildungsqualität sorgen. Und ohne jetzt super technisch zu werden, es sind auch ein paar Linsen dabei, die eine sogenannte anomale Teildispersion haben. Da ihr ja gerade erst den Peter Kabe hattet, habt ihr vielleicht schon mal davon gehört. Das sind die dafür da sind, dass wir keine chromatischen Aberrationen haben. Was nicht heißt, dass das Objektiv ein Apo-Objektiv ist, aber auch da habe ich ein paar Bilder für euch. Das sieht schon ziemlich gut aus. Und man muss schon eine ziemlich heftige Situation vom Kontrast her finden, dass man wirklich chromatische Aberrationen im Sinne von Magenta oder grünen Linien sieht. Hm. Ja. Ja. Und Johannes, ich glaube, du hattest es gesagt vorhin, dass der Regen dich noch nicht ganz so die Lust macht zu fotografieren. Bei den zwei und bei dem Zoom, von dem du sprachst, kann ich dich beruhigen. Ich war wirklich im strömenden Regen draußen und beim Schneesturm leider. Der war etwas unfreiwillig. Da ist nichts passiert. Schneesturm ist ja toll, aber Regen ist nicht so schön für den Menschen. Den Objektiv macht es nichts aus. Das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Da kannst du aber jetzt noch nachlegen, Johannes. Du hast jetzt im März und April optimale Testbedingungen. Ne? Da hast du ja gefühlt alle 10 Minuten anderes Wetter. Mhm. Ja. Ich bin nächste Woche in Salzburg. Dann nehme ich es mit. Mhm. Oh, schön. Dann sind wir auf Bilder gespannt, würde ich sagen. Ich hoffe, du besuchst auch mal die Galerie in Salzburg. Ich besuche, das wäre auch eine Idee. Ja, ich bin eigentlich wegen der Festspiele dort. Aber lässt sich sicher ein. Eine technische Frage zu den Linsen. Ja, gerne. Also bei diesem geringen Gewicht der beiden Objektive, sind die Linsen dann alle aus Glas oder sind da gepresste Asphären dabei? Kunststoff? Also grundsätzlich ist bei uns immer Glas drin. So, das machen wir einfach. Wir haben kein Plastik. Gepresste Asphären gibt es aber tatsächlich auch aus Glas. Aber diese, also die Objektive, davon kann man erstmal ausgehen, haben grundsätzlich Glaslinsen. Definitiv. Ja. Da ist kein Plastik drin verbaut. Das wollen wir nicht bei Leica. Mhm. Anders wie bei den asiatischen Herstellern, die bauen prinzipiell die Asphären aus Kunststoff, weil es einfach viel billiger ist. Genau. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, wer mir die Frage gestellt hat. Matthias, der versteckt sich hier, weil das aufgenommen wird. Ja. Okay, hi Matthias. Ja, nee, bei uns sind alle bei uns sind alle Gläser grundsätzlich Glas und gerade Asphären, da haben wir eine ganz besondere Technologie in Wetzlar und in Portugal, die sind definitiv aus Glas. Genau. Ja, Matthias, du bist doch auf unserer Portugal-Reise dabei. Da kannst du mal sehen, wie das vielleicht gemacht wird. Dann. Genau. Ja. Die Asphären. Ja, ich hatte ja nur Bedenken, weil irgendwo muss ja das Gewicht herkommen. Und Weil das so ein erstaunlicher Gewichtsunterschied ist, wenn man die Linsenprofile nebeneinander legt, sind natürlich weniger Linsen drin. Genau. Aber der Unterschied ist schon so deutlich, da kam die einfach auf. Genau, wir zeigen später auch nochmal die Objektive von oben, beziehungsweise hier siehst du es ja auch schon, dass die Frontlinse ein bisschen kleiner ist und beim Apo geht die ja viel mehr in den Rand rein. Genau, die Linsen sind kleiner und wir haben auch wirklich drastisch weniger Linsen, sprich beim 35er sind es glaube ich 13 beim Apo und hier haben wir 11. Mhm. Na, das sind schon mal zwei große Linsen.
Und so eine Asphäre kann auch mal ganz gut was wiegen. Da ja. macht sich schon viel Gewicht bemerkbar. Und auch dieser Dual Synchro Drive, also der Fokus, der in diesen Aposumikonen drin ist, der echt toll ist, der wiegt aber auch nochmal einiges. Gut. Habt ihr noch technische Fragen? Ansonsten zeige ich euch ein paar Bilder, die für mich sprechen. Ja, dieser Synchro Drive, also dieser, das sind ja, das muss man sich ja wie einen Schlitten vorstellen, nach den genau. Bildern, die da mal so bei den Apos auf den Demo-Seiten mit drauf waren. Und ist das dann robuster oder mich verwundert, dass man jetzt diesen Antrieb hat, jetzt hier bei den neuen Objektiven und sie sind sogar noch schneller und noch leiser. Ist das andere dann langlebiger oder ist das, ja, wie kommt das? Das ist eine gute Frage. Also dieser Linearantrieb ist leiser und schneller, das ist natürlich ein super Vorteil. Aber wenn ich jetzt die im Direktvergleich setze, ist der Autofokus von einem Apo 35er präziser. Ist wahrscheinlich auch die Frage des Gewichts, was hin und her geschoben werden muss, oder? Genau. Genau. Ja, genau. Könnten wir mal die gesamte Produktpalette sehen dann? Weil ich habe mich nur nicht beschäftigt mit denen. Das ist somit, endet die Produktpalette tatsächlich. Das ist das 35er und das 50er, die zwei neuen. Okay, danke. Gut, dann Janina, du darfst weitermachen. Gerne, ihr dürft mich auch zwischendurch immer unterbrechen und fragen. Genau, ja, dann machen wir noch mal schnell. Vom Ulrich kam noch die Frage, ja. ob die neuen Objektive auch IP54 sind. Unsere Objektive sind ja grundsätzlich nicht IP54, das ist nur die SL-Kamera, also der Body an sich. Die Objektive haben immer diese sogenannte Aquadura-Vergütung, das ist auch was da unten steht, an den Außenlinsen und diesen Staub- und Spritzwasserschutz. Aber die Objektive sind grundsätzlich nie IP54. Das ist einfach bei den Objektiven kein Standard, den wir messen. Warum, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich kann euch entspannen, was das Thema angeht. Denn der Sebastian hat es vielleicht schon mal gesehen oder der Jan, auch mein Kollege macht es gerne. Der Olli, der war bei euch auch schon mal hier im Video, der kippt gerne mal Wasser literweise über die Kamera, um zu zeigen, was bedeutet genau Spritzwasserschutz oder IP54. Und ich war in vielen Regenströmen draußen mit den Objektiven jetzt gerade zuletzt. Da ist nichts passiert. Ja, gut. Ja, die Objektive habe ich die Erfahrung gemacht, die sind auch relativ unempfindlich. Ja. Super. Auch im M-System fand ich, was so vielleicht eine ganz kleine, wenn man von Schwachstelle reden kann, ist vielleicht direkt am Bajonett. Genau. Ja, wenn Metall auf Metall liegt. Aber da habe ich auch schon oft von vielen praktizierenden Fotografen gehört, die nehmen ein kleines Fett oder die nehmen ein Labello, gehen mal übers Bajonett drüber. Damit ist diese Fläche wasserabweisend. Ich dachte jetzt schon, ich erinnere mich noch an den Wetzlar-Trip, wie ihr im Regen gefahren seid. Ich war ja trocken im Begleitfahrzeug. Und wie ihr dann so ankamt in dem einen Ort und die Objektive eigentlich wie ein Schnapsglas ausgesehen haben, wie ihr das Wasser da ausgekippt habt. habe ich jetzt gedacht, dass das einzige Schade ist, dass die Sonnenblenden so Löcher drin haben, dass ich den Schnaps nicht reinfüllen kann. Aber die halten schon was aus. Und ich sage mal, so meine Erfahrung ist, bei dem Wetter, wo wir noch rausgehen, auch mit Regenkleidung, das halten die Objektive auf alle Fälle aus. Definitiv. Ja. Und zum Nutz wollte ich nur kurz sagen, ob die Asphären geschliffen sind oder nicht, sagt euch nicht das Licht, sondern das erfahren wir dann in Portugal bei der Porto-Reise. Da können wir nämlich wahrscheinlich daneben stehen, wenn diese Objektive montiert werden. Und dann können wir die Leute vor Ort fragen. Kann ich euch nur empfehlen, das wird super toll. Ich war gerade erst vor 3 Wochen wieder da, schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Und deutscher können die Portugiesen kaum sein als in unserem Werk. Ich habe auch bei den letzten Besuchen das Gefühl gehabt, da geht es ein bisschen straffer zu als in Deutschland manchmal. Ja, ja. und ich sage mal, wir sind auch froh, und da bin ich auch ganz ehrlich, wie es dann irgendwann mal hieß, die Reparaturabteilung, Neudeutscher Customer Care,
Es kommt jetzt für die Ferngläser von Deutschland nach Portugal. Und dann haben wir gesagt, Gott sei Dank, jetzt geht es endlich schneller. Und genauso ist es auch. Ja. Präziser und schneller fast. Ja. Ja. Also die Portugiesen, die sind echt gut drauf. Das ist vollkommen richtig. Wenn ihr eine Führung kriegt, müsst ihr mal drauf achten. Wir benutzen auch die ganzen deutschen Wörter für die verschiedenen Bauteile. Also wie gesagt, die sind sehr deutsche Portugiesen. Ich habe eine englische Führung bekommen und sie sprachen die ganze Zeit von The Schneck, der Schneckengang, was mich unheimlich amüsiert hat. Genau. Ja, ist lustig. Gut. Yes. Also ich hätte noch eine Frage. Ja. Kommen die Objektive auch in grün raus? In grün? Ja. Zu seiner Reporter. Okay. Nicht, dass mir bekannt ist, aber das klingt natürlich ganz gut eigentlich. Ja, schade, ein bisschen so in Anlehnung wie früher die Safari. Ja, genau. Neue Produktidee. Hättest du denn da einen speziellen Wunsch, Roland? Bitte? Hättest du da einen speziellen Wunsch für eine Brennweite? Das 35er in grün wäre schon. Und dann noch mit Kevlar anstatt Gummi. Anstatt Gummi, ja klar. Das ist ja logisch. Ja. Gut. Frage nach der Bedienung, aber grün klingt gut. Schau mal hier. Da, ja, ich habe es jetzt nochmal schnell auf mein iPad gelegt. Genau, ja. So sieht man die Dichtungsgummis. Ja. Ja. Also siehst du auch, das Objektiv ist sehr gut dicht gemacht. Ja. Also das ist hier eine Aufnahme von dem 2490er. Haben die neuen Summicrons, haben die ebenfalls solche O-Ringe drin? Ja. Gut. Ich habe auch noch nie von irgendeinem Mitbewerber eine vergleichbare Grafik gesehen. Gibt's ja. Die G-Master von Sony. Das habe ich noch nie gesehen. Aber die sind mittlerweile an den Preisklassen. Ja. Die Grusen. Diesen Begriff piepen wir nachher raus. Ja, aber du musst auch sagen, die Asphären sind auch aus Plastik. Weil die werden halt gepresst und dann wird halt 30 Sekunden drüber geschliffen, dann ist die Asphäre fertig. Herstellungskosten 3 € und Verkauf. Ja. Wir haben ja im Prinzip missionarische Aufgabe und das ist genau das Objektiv, von dem du gesprochen hast. Ne? Ja, genau. Da haben wir heute erst wieder jemanden befreit davon. Ja. Sehr gut. Ich bin auch nicht klein. Auf keinen Fall. Was haben wir jetzt hier? Na gut, es ist ein 2470. Ne? Ja. Ja, gut. Aber wenn ich das SL 2470 nehme, ist das auch nicht groß. Nee, stimmt. Das stimmt. Ja. Janina. Gib dein Bildschirm wieder frei. Jetzt unterhalten wir uns über deine wunderschönen Bilder in den Bergen. Alles gut. Kalt war es, haben wir gesehen. Ja. Kalt war es, es war sogar super kalt. Es gibt ein paar Bilder, die sind arg privat, die kann ich nicht zeigen. Da ist meine Family mit drauf, die sich alle die Augen zuhalten, weil wir es nicht geschafft haben, ein gescheites Gruppenbild zu machen, weil zwischendurch wirklich so ein Schneesturm auf der Zugspitze war. Es ist dann nachher schön sonnig geworden zum Fotografieren, optisch schön zumindest. Und und die haben mich einfach beeindruckt, weil so Berge geben unheimlich viel Struktur, wo man schön nachher reingucken kann und sich eben von der Qualität überzeugen kann. Genau, wie ihr seht hier, Gipfelkreuz, Zugspitze, hier bin ich nicht hochgelaufen bei den Temperaturen. Also gerade hier, das ist ein schönes Beispiel, Janina, wenn man kurz unterbrechen kann, hier rechts am Rand, wo die Fensterscheiben sind oder oben auch die Gitter. Das ist so ein perfektes Beispiel für chromatische Aberrationen. Da stehen die doch zuerst, oder? Bei solchen Kontrastunterschieden hell, dunkel. Und gerade rechts oben bei den Gittern, wo ich ja noch das Gegenlicht dazu habe. Und da sieht man auch die Kälte. Und hier ist nichts, ne? Super klar, super sauber. Ja, auch hier beim nächsten auch wieder ein bisschen schwierige Situation normalerweise, was chromatische Aberrationen angeht. Das hat man aber bei Schnee und Bergen eigentlich immer. Was mich aber eher interessiert hat bei dem Bild, ist das kleine Dorf unten rechts im Bild. Das, wenn man ranzoomt, einfach auch noch, man sieht jedes Dach. Also es ist schon abgefahren, was die leisten. Kannst du mal ranzoomen? Ich habe gleich noch ein paar Zoom-Bilder für euch, ja. Aber gerade beim Schnee sieht man ja schnell diese Verfärbungen dann an den Rändern, ne? Genau. Das sieht man hier nicht. Gar zumindest nix. Nicht über Zoom. Nee, da ist auch tatsächlich nichts.
Ich habe gleich noch ein Bild für euch. Das ist eigentlich ein ganz fieser Kontrast für chromatische Aberrationen. Auch da war nichts. Hast du die Bilder mit der SL2 oder 2F aufgenommen? Die gerade sind alle mit der SL2S. Das war ein Privaturlaub. Da nehme ich persönlich gerne die SL2S. Einfach, weil durch die Arbeit meine externen Festplatten schon etwas überlastet sind. Und daher nehme ich gern die etwas kleinere Auflösung, wenn ich so privat unterwegs bin. Ja, und wir alle wissen, was auch bei 24 Megapixel für Details rauskommen. Ne? Ja. Genau, abgefahren. Also wenn wir hier reingehen, das ist ein 100% Ausschnitt von dem Bild. Mhm. Na? Und man sieht die ganzen Strukturen in dem Fels links. Mhm. Das war für mich definitiv überzeugendes Argument für die Objektive. Aber jetzt sieht man auch einmal, dass eine SL gar keine große und schwere Kamera ist, weil die Janina ist ja eine kleine, zierliche Person, wo man normal denkt, naja, die nimmt gerade mal eine Deluxe mit. Also, gut. Ja, wir müssen für mehr Frauen in der Fotografie bei Leica kämpfen. Ja, gerne. Definitiv. Mhm. Aber ja, die SL ist für mich, da ich ja aus dem Porträtbereich oder auch Hochzeiten komme, für mich die Kamera der Wahl. Ist einfach am nächsten dran, womit ich mich wohlfühle, wenn ich beruflich fotografieren würde. Ja. Und ich gehe auch wandern mit einer SL. Okay, also, ja. Wenn du mit der SL wandern gehst, dann alles gut. Dann könnt ihr das auch. Genau, das haben wir uns jetzt verdrückt. Ich habe es ja nicht größer als 1,60 Meter geschafft, ja. Ja. Genau. Nutzt du manchmal eigentlich die Pixel-Shift-Funktion, wenn du so schöne Landschaftsformationen siehst oder irgendwas? Den sogenannten Multishot. Ja, tatsächlich. Jetzt bei den Aufnahmen mit den neuen Objektiven habe ich es noch gar nicht ausprobiert. Wäre mal interessant, da ein paar Tests zu machen. Aber gerade am Anfang habe ich mit der SL2, weil da hat man ja dann noch den höhere Auflösung mit dem Multishot, da habe ich ganz viele Architekturbilder gemacht. Und die sind dann wirklich atemberaubend, wenn man Spaß dran hat, reinzuzoomen und überall die kleinen Details zu finden. Das fasziniert mich auch jedes Mal. Da steckst du jede Mittelformatkamera in die Tasche damit. Ja. Zu diesem Bild habe ich mal eine Frage. Ja. Ist das jetzt bloß wegen der Zoom-Übertragung? Aber ich bilde mir ein, dass ich in dem Schnee in der Mitte so einen Grünstich sehe. Danke, lass uns doch gerne mal reingehen. Da habe ich nämlich einen Ausschnitt gemacht. Und ich persönlich sehe da auf meinem Monitor nichts. Das wäre für mich so die kritischste Situation da, gerade an dem Metall. Was ihr da rechts seht? Weiter links in dem Schneefeld, das hinter dem Riff ist. Ja, wo der Lift ist. Rechts vom Lift sieht man es. Ach, hier der relativ Lift. Deutlich. Zwischen den beiden Liften eigentlich. Ich glaube, das ist der schlecht übertragene Kontrast hier im Zoom. Das fürchte ich auch. Bei mir sieht es definitiv schöner aus. Die Schneefläche direkt vor diesem mittleren Berg. Ja, das ist Zoom. Das ist ganz normal, Matthias. Oh, ja. Anschließend war ich ein bisschen in Garmisch unterwegs und die haben eine schöne Klamm auch, die Partnachklamm. War ich noch nie vorher drin, fand ich super interessant. Extrem schwierige Lichtverhältnisse, teilweise sehr dunkel, teilweise geht man durch so kleine Höhlen, wie auch hier der Fall, wo kaum Licht da ist. Da muss ich echt sagen, hat der Autofokus gut mitgemacht. Und auch hier, finde ich, sind die Kontraste super und auch hier zumindest bei mir auf meinem Monitor keine chromatische Aberration in Sicht. Auch das teile ich gern mit euch. Was mich hier verwundert, wie viel Zeichnung in den Schatten noch ist. Abgefahren. Ja, gerade wenn man den Weg entlang geht, normal ist der schwarz. Ja, das ist schon sehr gutes Licht gehabt. Auch. Und der Micha schreibt auch, der Dynamikumfang ist bahnbrechend. Ja, das ist die SL2 und die SL2S, die sind der Knaller. Dazu muss ich sagen, manchmal drehe ich die Schatten wieder zu. Ein bisschen mehr Kontrast zu haben, das mache ich auch manchmal. Ja, manchmal ist man einfach zu viel Zeichnung noch in den Schatten drin. Ja. Ja, ich glaube, hier habe ich auch ein bisschen Kontrast gemacht, damit das noch ein bisschen dynamischer aussieht. Aber weil sonst wird es flach irgendwann mal. Gerade bei solchen Bildern ist es. Zum Thema Leicht, das haben wir jetzt heute schon ein paar Mal angesprochen. Wow. Auch da fand ich super. Das habe ich ohne Stativ, weil da ist einfach kein Platz für Stativ gewesen, aus der Hand mit einer Zehntel gemacht.
Sprich SL und der Bildstabilisator und die kleinen Objektive, die es einem einfach leichter machen, länger aus der Hand zu halten. Super. Sehr schön. Auch da gehen wir gerne nochmal ein bisschen näher rein, damit ihr mir auch glaubt, dass ich es nicht verrissen habe oder die Kamera mir geholfen hat, dass ich da nicht verwackel. Und ich denke, das sieht man hier auch ganz gut in dem Moos, das hier neben ist. Das ist immer noch kristallscharf, ne? Oder die Felsformation. Also wenn man hier den Dynamikumfang sieht zwischen den ganz rechten Schatten im Felsen und außerhalb der Klamm. Das ist schon Ja, oben ist es schon ganz weiß, ne? Weil es eben dann noch relativ hell war. Also wo die Bäume hinten sind, ist doch noch alles da. Ja. Ja, hat Spaß gemacht, kann ich dir sagen. Zum Thema Wasser, das hatten wir ja auch ein paar Mal heute, das Thema. Hier wurde ich einmal schön geduscht, weil ich eben auch nicht drauf geachtet habe, wo genau ich stehe. Und die Objektive wurden auch gut geduscht. Aber da passiert nichts. Das ist wirklich, das macht Spaß. Und ich bin da auch entspannt, weil ich es eben schon so oft auch ausgetestet habe in heftigen Situationen. Ich war natürlich nicht mit den Objektiven. Ich war vor ein paar Jahren schon in Madrid mit den Apo-Objektiven. Und da war so eine Jahrhundertflut. Sprich, meine Familie rief mich an, um zu fragen, ob es mir gut geht und ob ich hoffentlich im Hotel bin, weil es hat gewittert und die Autos schwammen von der Straße. Und es war überall in den deutschen Nachrichten. Aber ich war natürlich draußen das Gewitter fotografieren, über mehrere Stunden im Regen. Und wie gesagt, aus meinen Erfahrungswerten, ich bin da sehr entspannt, was die SL angeht. Kommen wir mal zu den Bildern, wo ich hoffe, dass wir die Temperaturen nicht mehr haben jetzt demnächst. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. In Hessen hatten wir mal zwischenzeitlich kurz vor Dezember minus 10, minus 11, 12 Grad. Leider keinen Schnee, sprich, das ist alles nur Frost. Wahnsinn. Auf den ersten Blick habe ich jetzt gedacht, das ist, also wenn dir das Bild das erste Mal so ins Auge sticht und du hast noch nicht begreifen können, was du siehst, sah es für mich aus wie eine Infrarotaufnahme. diese weißen Bäume, typisch, gell? Ja. Ja, hat einen irren Kontrast dann, finde ich. Das hat natürlich in den Fingern gereizt, als die Bäume so aussahen. Da musste ich ein bisschen fotografieren gehen. Wie gesagt, kein Schnee, reiner Frost. Fand ich super faszinierend. Auch da, wie scharf hier jedes oder und auch wie kontrastreich hier jeder einzelne Ast abgebildet ist, das fand ich einfach total abgefahren. Da habe ich in der Situation auch ein bisschen Gegenlicht, super sonnig war es nicht, aber ein bisschen Gegenlicht ausprobiert. Und auch hier, finde ich, sieht man, obwohl wir Gegenlicht reinkriegen, in diesem Ast hier in der Mitte, der ist super, super scharf. Ne? Und man hat das Gefühl, man kann sich jeden einzelnen Frost, so dieses Froststernchen rauspicken. Da habe ich auch ein paar nähere Aufnahmen gemacht mit dem 35er, um einfach mal diese 24 Zentimeter ein bisschen auszutesten. Da habe ich euch nochmal einen 100% Ausschnitt rausgenommen. Wahnsinn. Dass man mal sieht, ne, wie eben diese Details da drin sind. Ich denke immer, wenn man sich viel mit Kameras und Objektiven beschäftigt und mit Technologie, da werden wir leider alle zu Pixelpiepern, die wir ja eigentlich nicht sein möchten. Aber man muss dann doch immer reinzoomen und gucken. Ja, man ertappt sich dabei, wie man versucht, die Fehler zu finden. Genau. Objektives, ja. Irgendwo müssen sie ja sein. Ja. Jetzt kostet es die Hälfte. Ja. Und ich tue mich schwer. Ja. Ich tue mich einfach, weil ich pixelpiepe nicht. Ich kaufe einfach Leica und vertraue darauf, dass es dann schon passt. Ja, das ist die richtige, absolut richtige Grundeinstellung, Roland. Ja. Das sorgt immer für ein ruhiges Gewissen. Ja, wir wollen ja Bilder machen, nicht testen, oder? Ja, ich bin da ganz bei dir. Testen ist halt nun mal mein Beruf. Ja, klar. Aber genau, deswegen bin ich auch privat. Vielleicht deswegen reizt mich das Analoge auch wahrscheinlich privat so, weil ich da nicht auf irgendwelche Fehler achte oder ISO-Rauschen. Da finde ich sogar schön auf einmal. Ist so wahrscheinlich. Ja, andere analoge Bild lebt von den Fehlern. Ja. Genau. Ja, das Bouquet ist auch ganz hübsch. Schön rund. Nachts waren wir in einem Park, da gab es hier diese schönen, ich weiß nicht, ob das eine kurzzeitige Ausstellung war, auf jeden Fall so winterliche Motive, so winterliche Installationen mit Licht.
Auch da teste ich dann immer mal ganz gerne, ob da irgendwelche chromatischen Aberrationen kommen oder wie sich der Dynamikumfang verhält. Und auch da bin ich ein bisschen näher ran mit dem Objektiv. Das ist jetzt das 50er hier. Um einfach mal zu gucken, wie schön rund das Bokeh ist. Na, sprich, bei Blende 2 liegt hier der Fokus einfach nur auf dem Auge. Und dann kann man ja wirklich sehen, wie das so schön ins Bokeh übergeht. Ich weiß ja nicht, worüber der Peter gesprochen hat. Nichtsdestotrotz spricht er gerne davon, dass die Summikrone, besonders die Aposummikrone, fast aussehen wie 1,4er von anderen Firmen. So ist es ja wirklich. Ne? Ja. Würdest du sagen, dass das Vario-Olmeritz dem unterlegen ist? Das 2470? Ja. Ja. Schon, ne? Ja, eine Festbrennweite gegen Zoom-Objektiv. Ich habe das 2470 viel getestet und ich mag das sehr gerne. Mhm. Benutze es auch sehr gerne wegen der Offenblende von 2,8. Aber Abbildungsleistung sind die zwei nochmal ein bisschen besser. Okay, danke. Gerne. Das ist aber konstruktiv bedingt, ist eine Festbrennweite, wenn keine großen Fehler in der Konstruktion und in der Produktion gemacht wurden, ist eine Festbrennweite im Zoom-Objektiv immer überlegen. Ja, ja, klar. Ja. Aber ich dachte eben, das ist natürlich eine andere Liga, preislich gesehen. Und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Objektiv, das Elmarit. Das Vario Elmarit. Gut. Ja. Also bei allen SL. Kann ich mit rein Bildern, Sanina? Ja, ich habe, mehr habe ich euch nicht mitgebracht. Super. Ich habe euch einen Auszug aus dem Urlaub mitgebracht. Auch jawohl, mal schön. Sehr gut. Weniger ist mehr. Und es ist doch auch sehr schön, wenn man sieht, dass die Leica-Mitarbeiter, die ja auch schon täglich mit den Kameras umgehen müssen, die täglich ja fotografieren müssen für die Firma Leica und Leistungsbeweise und Tests und so weiter machen müssen, dass die privat auch noch damit rumlaufen und auch schöne Bilder machen. Ich habe das jetzt gerade am letzten Wochenende saßen wir ja nach dem Robin seinem Workshop zusammen noch und mit dem Martin Hirsch für seinen Podcast, der hat das natürlich auch ein bisschen integriert und da haben wir gerade darüber philosophiert und ich glaube, Janina, ich und du, wir sind keine Menschen, die rausgehen und sagen, heute arbeite ich mit der Kamera, sondern wir haben Spaß mit diesen Dingern, wir sagen, ich arbeite dazu, ja, weil es unser Leben ja auch ein Stück weit bestimmt, ja, und das ist einfach nichts, was wir machen müssen, wie du gerade sagtest, ja. Sondern wir machen es, weil wir es alle gerne machen. Ja, und dann ist da kein Unterschied zwischen der Freizeit und dem, was wir arbeiten. Und Janina, die wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir oder dem Sebastian oder vielen von unseren Kunden. Das ist eigentlich, Fotografieren ist eigentlich entspannend. Ja. Sobald ich die Kamera am Auge habe, vergisst man alles um sich herum und konzentriert sich nur noch auf das Bild und erlebt eigentlich in den paar Sekunden, Minuten, wo man die Kamera im Auge hat, eigentlich eine vollkommene Entspannung. Man ist vollkommen losgelöst von den alltäglichen Problemen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und zum Thema Vergessen, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich auch gerne so einen Tunnelblick entwickle, wenn ich fotografieren bin. Als kleine Anekdote, ich war mal mit der M in Chicago Downtown unterwegs und musste dann von der Straßenmitte gezerrt werden, weil die Ampel rot war und die Autos wieder fuhren. Von meiner besseren Hälfte, weil ja, ich da auch etwas in dem Tunnelblick war. Das passiert dann öfters mal. Genau. Ja. Aber ja, ich finde tatsächlich, Leica ist einfach eine Passion. Und das kann man nicht abschalten, nur weil man ausgestempelt hat. Mhm. Will man auch nicht abschalten. Ja, die Sachen fassen sich ja auch alle wunderbar an. Wenn man die schon in die Hand nimmt, ist das halt, ja, man merkt gleich, man hat was Ordentliches in der Hand. So, was haben wir hier jetzt noch? Der Ulrich fragt gerade, ist das TL 23mm APS-C nicht interessanter als das SL 35, wenn man mit der SL 2 mit leichtem Gepäck reisen will? Okay, interessante Frage. Ich verstehe deinen Ansatz, weil es ist ja noch mal kleiner und noch leichter. Persönlich schneide ich mir dann zu viel weg, weil das dann ja auf APS-C runter gecroppt wird. Aber sind wunderbare Objektive. Also aus diesem System, das 60er, das Makro, benutze ich persönlich zum Beispiel sehr gerne. Nichtsdestotrotz würde ich in der Situation das 35er vorziehen, einfach um den Vollformatsensor zu behalten. Und jetzt kaufen wir schon Leicas
Obwohl die Kameras ja schon bei weitem immer die teuersten sind, die werden ja schon übertrumpft von allen mittlerweile, wenn ich so an die Konzept 9 oder Alpha 1 nehme. Hatte ich am Wochenende auch in der Hand. Bin froh, dass ich heute wieder eine Leica anfassen durfte. Ja. Und dann will man natürlich schon das alles ausnutzen, was einfach geht. Das ist so, wenn man natürlich jetzt das Objektiv daheim hat, ja, dann benutzt man das natürlich. Ja. Wenn man der CL oder TL das Objektiv eh zu Hause hat, dann nimmt man das, weil es halt wunderbar schön klein ist. Hat man auch mit der SL und dem 23er drauf, hast du eine Taschenkamera. Das ist wie so ein Pancake-Objektiv, sag ich schon. Ja. Und die sind alle super gerechnet, kann ich euch sagen. Also konstruktionsmäßig sind diese TL-Objektive unterschätzt, würde ich sagen. Ich persönlich finde die super. Das 35er 1, die an der SL2, das ist schon, ich sag mal so, ist schon brutal. Ja. Wenn du es mit der CL vergleichst, du siehst schon einen Unterschied. Ja. Da gehe ich mit dir, Guido. Jetzt würde ich gerne noch mal was fragen, und zwar, was motiviert mich denn jetzt trotzdem ein Apo zu kaufen? Das ist eine gute Frage, die haben wir uns nämlich tatsächlich auch gestellt, weil wir so überrascht waren von den Tests und haben dann natürlich auch ein paar Vergleichsbilder gemacht. Also wenn du das letzte Quäntchen des Quäntchens der Qualität haben möchtest, dann sind die Apos unschlagbar. Das 35er Apo, sagt der Peter gerne, ist das Beste, was es auf dem Markt gibt. Punkt. Und persönlich benutze ich das 90er sehr gerne. Ich habe es anfangs gesagt, ich bin Porträtfotografin gelernte. Das ist so ein bisschen auch noch mein Thema immer. Und so ein 90er Apo Porträts und man sieht die Wimpern und die Iris in einer Schärfe, das ist dann nochmal ein Levelchen drüber. Ja, nun haben wir ja beim 90er nicht die Auswahl, da gibt es ja nur das eine. Genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die 250er vergleiche, ich vermute, die Rechnung, die ursprüngliche Linsenrechnung kommt von Panasonic, vermute ich jetzt mal. Das ist dann halt noch aufgepeppt worden von Leica, denke ich. Was ich hier gesehen habe, zumindest ist echt überzeugend. Und was ich auch bei der Nahaufnahme mit diesen Lichtern gesehen habe, dass die Lichter auch am Rand noch rund sind. Mhm. Also da gibt's ja Objektive, da werden die dann zu Katzenaugen. Ne? Das ist schon sehr überzeugend. So, was jetzt die Auflösung betrifft im Vergleich der beiden Objektivtypen, glaube ich, da ist Zoom das falsche Medium. Das müsste man sich dann sicher im Original anschauen. Aber wo liegen denn die Unterschiede? In der Auflösung, im Bouquet, in der Randschärfe oder wo liegen denn die Unterschiede dann noch? Also erstmal bin ich da bei dir. Ist dann natürlich schwierig, sich da auch ein bisschen zu entscheiden, wenn man sich da vor der Kaufentscheidung steht. Das 35er Apo, da wirst du definitiv nie eine Situation haben, wo du chromatische Aberrationen ins Bild kriegst. Das ist einfach dem gerechnet, dass nach der Aberrechnung, das ist der das ganze Thema chromatische Aberration angefangen hat, sind alle drei Wellenlängen exakt auf dem gleichen Brennpunkt. Da, egal in welcher Situation, da wird keine chromatische Aberration reinkommen. Es gibt auch Situationen mit diesen günstigeren Summikron-Linien, mit dem 35er und mit dem 50er, wo du welche reinkriegst. Und dann ist es natürlich auch die Summe dessen, was du gerade angesprochen hast. Du bist in jedem Bereich, den du gerade angesprochen hast, Matthias, bist du mit dem Apo einfach ein Stück besser. Das ist ja, den gleichen Vergleich haben wir ja, wenn wir mal ein Summikron für die M nehmen und das Apo-Summikron daneben setzen. Ja. Da hast du dich auch für das Apo entschieden, aus diesen Gründen. Ja. Und darum kann man ja auch sagen, wir sagen es auch jedem Kunden, wir haben ja die Objektive eigentlich immer da, außer sie sind gerade verliehen. Und da kann sich auch jeder selber den Eindruck machen. Ja, also ihr braucht hier ja bei uns im Leica Store in Nürnberg nicht blind kaufen, sondern wenn ihr sagt, boah, ich will mir jetzt eins kaufen, ein 35er oder auch ein 50er, und will jetzt mal schauen, was passt mir von der Qualität, will ich es lieber leichter haben oder will ich es perfekt haben, dann kommt vorbei, nehmt die beiden Objektive, nehmt eure Kamera mit, fotografiert
und schaut euch das in Ruhe zu Hause an, in eurem Workflow, den ihr immer habt, was ihr von allen anderen Objektiven kennt. Mhm. Und dann könnt ihr die Entscheidung treffen, was für jeden persönlich das richtige Objektiv ist. Ja. Und das kann man so, wir können jetzt nicht sagen, hier, ich meine, Leica ist auch der einzige Hersteller bei Objektiven im Fotobereich, im Cinema-Bereich sieht es anders aus, die auch wirklich alle drei Farben in den APOs korrigieren. Mhm. Ja, andere Hersteller, so wie der mit C, ja, der korrigiert nur das Rot. Ja, oder auch der Zubehörsteller wie aus S, ja, die korrigieren nur das Blau, weil es denen sonst zu aufwendig wird, von der Produktion des Objektives, nämlich die Linsen genauso auszurichten. Und das ist halt das, was einfach viel mehr Geld kostet. Ja, und es war schon immer so, die letzten 10% machen es doppelt so teuer und dann nochmal 5% obendrauf macht es nochmal doppelt bis dreimal so teuer. Und darum haben wir auch den Preisunterschied von den APO-Summikronen zu den Summikronen. Ja. Und das muss wirklich jeder selber entscheiden. Mhm. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass Leica hier zwei Objektive zeitgleich auf den Markt geschmissen hat und gesagt hat, hier entscheidet euch selbst, sondern im Prinzip hat Leica das Bestmöglichste gemacht und das sind die APOs. Und danach war einfach die Aufgabenstellung, mach es ein bisschen kleiner, mach es ein bisschen leichter und versuch dadurch trotzdem die bestmögliche Qualität irgendwie da reinzupacken oder zu erhalten. Ja. Und das ist eindrucksvoll gelungen. Genau. Und ich komme aber in dem Bereich, liege ich immer noch, meiner Meinung nach, über so einem G-Master oder über einem ED-Objektiv. Ja, und bin aber preislich genau in der Preisklasse. Ja. Ich habe mal eine Frage, die jetzt vielleicht nicht ganz dazu gehört, aber ich habe mich ja selber für das 28er APO entschieden, weil mir der Gesamtbildeindruck besser rüberkam. Ich habe beide verglichen, das 35er und das 28er, aber ich gehe davon aus, dass auch beim 28er die Qualität in der gleichen Liga spielt wie beim 35er. In der Tat, ja, die sind sehr gut vergleichbar. Da hast du definitiv keine schlechte Wahl getan. Das 28er ist ja auch vom Winkel her einfach super schön. Genau, das war genau der ich habe da ein paar Aufnahmen, Porträtaufnahmen mit Landschaft gemacht und ja, es kommt besser rüber. Aber das ist immer eine Frage, ich bin eigentlich ein 35mm Fotograf und mache sehr viel mit 35mm und auch SL2S und das 28er, ja, die Weitwinkel haben auch was, wirklich. Ja, das finde ich auch. Ja, hier der Michael schreibt nochmal kurz in den Chat, dass ich das Prinzip der letzten 10%, die es immer doppelt so teuer machen, ja, in allen seinen Hobbys durchziehen. Und das ist ja auch wirklich ist so. Ist ja, wo das beim Rennrad, beim Plattenspieler, bei jedem Fernseher, da ist das einfach so. Ja. Aber wenn man dann sowas kauft, freut man sich, dass man was Gescheites hat. Und hat auch eine innerliche Ruhe, weil man dann weiß, jawohl, ich habe eigentlich das Beste. Ja. Die Langlebigkeit ist halt bei diesen teuren Sachen ganz anders. Da behält man die wesentlich länger. Und wer billig kauft, kauft teuer, weil er zweimal kauft. Ja. Manchmal. Oder dreimal oder viermal. Ja, ich musste meine alte C-Ausrüstung, die steht im Schrank unbenutzt. Es war eine schlechte Investition. Man muss sich immer mit dem Produkt wohlfühlen. Ich sage auch mal, auch andere Hersteller haben schöne Kameras. Die wollen wir alle nicht verteufeln. Nichtsdestotrotz, ich habe als freischaffende Fotografin oder auch in den Studios, wo ich vorher gearbeitet habe, mit unterschiedlichen Herstellern gearbeitet, weil man muss sich ja auch anpassen, da wo man hinkommt. Und kaum bin ich zu Leica gekommen und habe in der ersten Woche die M240 damals ausprobiert, gab es keinen Halt mehr und kein Zurück mehr. Und das hat definitiv einen Grund. Darum muss ich ja mal widersprechen. Die anderen Hersteller haben keine schönen Kameras, die haben vielleicht gute Kameras. Funktionierende. Aber schöne Kameras haben sie bestimmt nicht. Wenn man es mit der M vergleicht. Das ist wie mit den Köchen, die ihre eigene Messe haben. Wenn ich mein Werkzeug gewohnt bin und gerne angreife, nehme ich auch öfter in die Hand. Nee, allein vom Design her betrachtet, ein zeitloses Design, das seit den 50er Jahren bis heute besteht,
Und alles andere, was ich an Kameras gesehen habe, ist, du siehst ihnen das Jahrzehnt an, in dem sie gebaut worden sind. Da geht man eher mit der Mode. Unterschied. Mhm. Ja. Und das finde ich das Schöne an der SL, dass sie sich an der originalen SL auch ein Stück weit orientiert. Ja, die sieht schon sexy aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, hat auch schon die erste SL. Aber ja. Janine, du wolltest uns noch erzählen, was als nächstes für ein Summicron rauskommt für die SL. Ja, klar. Also erstmal von dieser Summicron-Linie 35 und 50 ist zumindest mir nichts bekannt. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es euch nicht sagen. Das ist der schöne Spaß an meinem Beruf. Aber ich kann euch sagen, ich habe auf jeden Fall schon mal das 21er gesehen und getestet. Und das ist ja schon länger angekündigt. Und da können wir uns dann gerne nochmal unterhalten. Das ist sehr schön. Aber geht es mehr in die Apo-Reihe oder mehr in die normale Reihe? Das ist ein Apo. Jetzt ist ja schon das 16-35 so ein gigantisches Objektiv. Aber deine 21 Festbrennweite. Ist halt ein Zoom, ne? Ja, ja. Kriegst du noch so eine Safari SL, wollte ich noch sagen. Reporter heißt er jetzt. Reporter, ja. Ja. Und wir kriegen bestimmt die passende Revell-Farbe für das Objektiv dazu. Ja, ja, das kann ich. Ja. Schnappt man sich die Airbrush-Pistole zu Hause. Und dann genau. Ja. Ja, vorne lässt man es vorsichtshalber schwarz, damit man keine Linse erwischt. Naja, also ich finde, wir haben beeindruckende... Sebastian, das Angebot, was du ganz einfach eingangs erwähnt hattest, das bedeutet aber, dass ein Body dazugehört, ne? Ja, es ist in der Tat so. Also das heißt, du wählst aus den SL-Kits, die es gibt, also SL2 oder SL2S, wahlweise mit dem 59 oder 35 Summicron aus Ferkel oder das 24 bis 70 Zoom. Mhm. Ja, und die Kits haben ja schon einen Preisvorteil zwischen 700 und 900 Euro. Und darauf kriegst du jetzt nochmal einen 1.000 Euro Gutschein. Den erhältst du in deinem Kundenkonto, wenn du bei Leica registriert bist oder kannst dich auch neu registrieren, kriegst du den auch. Und dann hast du quasi so ein 50er Summicron geschenkt. Ja, das ist ein Hammer. Einer SL2S zum Beispiel. Mhm. Falls du eine günstige Kamera brauchst, kaufst du dir das Kit und verkaufst das Objektiv. Ne? Dann kommst du vielleicht auf einen Kamerapreis von 3 oder 3,5 am Ende. Auch eine Überlegung. Cool. Na gut, gibt es zu den neuen Summicronen noch Fragen an die Janina oder generell zum SL-System? Dann sagen wir von unserer Seite hier an die Janina vielen Dank. Sehr gerne. Hast du gut gemacht. Man merkt, dass du sowas öfters machst. Ja, das ist mein Arbeitsalltag. Und es war ja mal schön, dass wir heute adligen Besuch hatten. Haben wir ja auch ganz selten. Ja, ja. Verarmter Landadel und nur eingeheiratet. Ach, du darfst mit Leica fotografieren. Das finde ich sehr reich. Ja. Leica adelt dich. Vorhin war noch der Prinz Charles da und jetzt heißt es verarmter Landadel. Ja. Ich ist ja gar nicht mehr Prinzessin, jetzt König. Ja. Das ist halt das Understatement von Leica. Wenn du mit der Leica unterwegs bist, wirst du immer nicht voll genommen, wenn die Leute das nicht kennen. Und naja, was ist das für eine alte Kamera? Und so ist es halt bei der Janine auch dann. Die macht das halt auch dann auf Understatement. Okay. Na super. Gut. Genau. Also, ja, da kam ja gleich noch hier die Frage von Michel, mal eine gute Frage. Janina, kommst du eigentlich zu unseren Leica-Erlebnistagen? In Nürnberg? Lamberg. Da schickt mir gerne mal das Datum und wenn ich nicht tatsächlich irgendwo sonst in der Weltgeschichte rumfliege, komme ich doch gerne vorbei. Ja, super. Mhm. Habt ihr für die etwas weitergereisten, die dann kommen könnten, also geplant ist es, eine Hotelempfehlung in der Nähe? Eine was? Hotelempfehlung in der Nähe. Ja, wir empfehlen immer das Hotel des Paul, ist hier gleich in der Nähe. Da ist übrigens auch im Basement dieses Pauls haben wir einen Konferenzraum gemietet, der auch Teil unserer Veranstaltung sein wird. Okay. Ja, ansonsten gibt es hier auch anderseitig vom Store gibt es noch das Hotel Hauser. Und wenn man sich bei denen meldet und sagt, man kommt vom Leica Store, gibt es auch nochmal 10% auf die Buchung. Also Paul und Hauser. Mhm. Genau. Okay. Danke. Ich denke auch, dass wir in den nächsten Tagen spätestens Ende nächster Woche ein fast fertiges Programm haben und Aussendungen machen mit Hotelempfehlungen. Ja. Und vielleicht schaffen wir es auch irgendwie ein Kontingent zu reservieren, eine gewisse Zeit. Das sind wir aber gerade dabei. Das ist super. Prima. Aber wir und können verraten, Peter Kabe wird sprechen. Wir können verraten. Ach, Norbert Rosing wird Vorträge halten. Robin Düsseldorf. Der Robin. Ja, nee. Herbert Biel ist mit 99% sicher, dass er kommen wird. Ja.
Wir werden einen Vortrag über künstliche Intelligenz in der Fotografie mit größter Wahrscheinlichkeit bekommen, weil da ganz viel passiert. Thema Datenschutz, also alles, was die Fotografie angeht, wird bespielt. Ja. Das ist übrigens das letzte Wochenende im Juli, Janina, falls du das planen möchtest. Danke, Donnerstag, Michael. Freitag, Samstag, Sonntag. Aber wir haben auch, wie der Guido gesagt hat, wie ist es, wenn man von weiter her kommt? Und oft sind ja auch die Damen, die einen dann begleiten, nicht so interessiert an der Fotografie. Und die sagen dann, ja, warum setze ich mich jetzt eine Stunde angesetzt, bis man mit der Diskussion fertig ist beim Peter Kabe, sicher 2 Stunden. Ich setze mich jetzt doch nicht 2 Stunden im Paul unten an den Fluss und höre mir den Vortrag an. Also für die Damen haben wir extra unseren Daniel organisiert als Stadtführer, der für die Damen dann auch wirklich sehr interessante Stadtführungen macht und auch an Orte, wo man normal nicht hinkommt. Da ist zum Beispiel der Kunstbunker dabei in Nürnberg, der unterhalb der Burg ist und das ganze Archiv vom Germanischen Nationalmuseum drin liegt, aber auch über die Geschichte von Nürnberg dann Führungen anbietet. Und die kann jeder natürlich dann mitbenutzen. Bevor die eine Dame hier was sagt, es ist ein Partnerprogramm. Der Daniel ist nicht deswegen der Führer, weil er so besonders attraktiv und hübsch ist und wir die Damen alle aus den Vorträgen rausziehen wollen, sondern weil er der Stadtführer ist. Also ich sehe Petra jetzt hier schmunzeln. Entschuldigung, du bist jetzt die einzige Dame, die ich hier am Bildschirm sehe, die kommen könnte. Janina, du zählst jetzt für mich nicht, weil du bist der Akteur. Ja. Ach, ich sehe noch die Gisela. Ja, natürlich. Die sehe ich hier nicht, Entschuldigung. Genau, begeistert eure Frauen für die Fotografie. Wie gesagt, mehr Frauen in der Leica-Fotografie sind gerne willkommen. Mhm. Super. Das waren schöne letzte Worte, oder? Also war wieder super, muss man wirklich sagen. Begeisternd das Ganze. Und ich bin jetzt 14 Tagen mit der Familie in der Partnachklamm. Ich werde dort auch fotografieren, mit der M halt. Aber ich werde die Bilder von der Janina im Hinterkopf behalten und mal gucken, ob ich es mit der M auch einigermaßen hinbekomme. Vielen Dank, war toll. Dankeschön, viel Erfolg. Danke. Danke. Also dann, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart, genau. Und Dankeschön. Nochmal, Janina. Tschüss, schönen Dank für den Abend. Tschüss. Vielen Dank.